das Camp heute verlassen muss. Claudia. Okay. Danke. Ciao. Taste me, the salty tears on my cheek. That's what a year long day. Halt die Ohren steif. Ha? Klar. Ich schwöre dir, ich hab das geträumt, dass du zittern musstest. Hoffentlich hast du auch geträumt, dass ich bleibe. Da bin ich erwacht geworden. Hey, alles gut. Alles gut, alles gut. Keiner hat Claudia traurig umarmt, nur die Dani. Baby! Wer kümmert sich denn jetzt um mich? Ja, Claudia hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Das war sehr schön. Elena, alles gut. Halt die Ohren steif. Ja, mach es gut. Mir geht's wunderbar. Eine Runde weiter. Puh. Wow. So schnell geht das. Wahnsinn. So. Tut mir leid. Nein, alles gut, alles gut, alles gut. Sehr schade. Okay. Ich finde es halt mega, mega schade, weil sie halt eine gute war. Ich wäre gerne geblieben, auf jeden Fall. Unfassbar. Sollte nicht so sein, das Schicksal spielt so, wie es spielen will. Gut, dann fange ich mal an zu packen. Ich kann das gar nicht glauben. Oh, du kannst endlich in dein Auenbett, ordentlich im Bett schlafen, Schatz. Jo. Ich werde dich trotzdem vermissen, auch wenn das nur ein paar Tage sind. Unglaublich unter den letzten 6. Ich bin immer noch da. Ich freue mich, dass ich unter den letzten 6 bin. Das kann ich kaum glauben, verstehst du? Aber Platz 7. Bitte. Alles gut. Schau mal, bis jetzt kann ich sagen, Jens Büchner und Dani Büchner haben beide den 6. Platz belegt. Also ich bin zwar noch dabei, aber jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. Und das fühlt sich so unglaublich gut an. Scheiße. Immer die Guten, weißt du? Ich finde Claudia ist so sympathisch, so nett. Die ist Bombe, die ist richtig klasse. Ich fand die auch richtig klasse. Ich finde es schade. Das ist mal, ja. Sie war sowas wie ich, nur im Weiblich. Die hat immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Mich juckt das überhaupt nicht. Also mir ist das, ich bin ja hier, um mein Ziel zu erreichen, um die Krone zu holen. Also Platz 6, das ist für mich jetzt gerade in dem Moment viel besonderer, als drüber nachzudenken, ob ich ins Finale komme. Time to say goodbye. Baby. Ganz klar vermissen werde ich natürlich die Dani. Die natürlich, wir waren ein Zweierteam. Wir sehen uns. Ich freue mich, dass Claudia draußen ist. Ich freue mich sehr für sie. Und es sind ja nur ein paar Tage, dann sehe ich sie wieder. Und das werde ich schon schaffen ohne sie. Ich werde an euch denken. Ciao, Claudia. Ciao. Ciao. Yeah. Also ich hätte denn doch lieber auf Dani verzichtet als auf Claudia. Komm, ich bring dich ein Stück. Dankeschön. Scheiße. Scheiße. Am meisten trifft es tatsächlich die Dani. Jetzt bin ich alleine. Ich bin unter den letzten 6. Boah. Also wir sehen uns. Bis bald, dann, mein Schatz. Ciao. Ich bin hier in den Dschungel gegangen, um bekannter zu werden. Über jeden Job, der mir angeboten wird, wäre ich happy. Alle Formate, die es gibt, würde ich gerne annehmen. Und, also ich bin gelernte Kauffrau. Ich könnte natürlich auch im Büro arbeiten, um damit mein neues Leben zu finanzieren. Er ist von meiner Tochter. Wir haben von Anfang an ein inniges Verhältnis. Darum wird sich in Zukunft. Ach, das ist von meiner Schwiegermutter. Ach so.
so, ja, ich erinnere mich. Liebe Claudia, wir haben von Anfang an ein inniges Verhältnis. Ich habe dich in mein Herz geschlossen, wie meine zweite Tochter. Daran wird sich in Zukunft nichts ändern. Es umarmt dich in Liebe, deine Schwiegermutter Christine. Hi, Kindchen. Nicht weinen, nicht weinen. Nicht weinen, alles gut. Sei stark, sei tapfer. Wir haben viel schlimmere Sachen mitgebracht. Du bist das Wichtigste in unserem Leben. Ich denke mal, sie ist schon lange aus dem Schatten ihres Mannes herausgetreten. Wir Norbergsfrauen, wir sind nicht so schnell unterzukriegen. Wir halten zusammen und das ist das Gute daran. Hm? Ach, Mama. Du weißt das ja, dass Papa auch gesagt hat, immer zusammenhalten.